Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Ist das schon? Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 21. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir werden heute, ja, also Team Upgrade will ich das noch nicht nennen, aber wir werden das Team umbauen. No joke, true story. Und wisst ihr warum? Weil wir jetzt am Anfang direkt reingehen in den Anmeldepass. Und da im Anmeldepass, da bin ich Level 13 und Level 13. Ich hole mir erstmal alle Belohnungen ab, die ich jetzt noch nicht abgeholt habe. Also hier 300 Skillboost-Karten, darunter nochmal 900 Skillboost-Karten, dann Erfahrungspunkte, dann die ganzen Splitterpünktchen. Ich habe schon so lange nicht mehr reingeguckt, wie viele Splitterpunkte ich habe. Ich glaube, ich kann die Ränge auch ordentlich hochpushen. Würde ich jetzt mal so sagen. Und Skillboost-Karten kann ich ja so oder so. Ich habe ja jetzt schon alleine 6 Skillboost-Karten. Und hier auch nochmal fast. Nee, ich habe jetzt über 3000 Skillboost-Karten heute nochmal bekommen. Holy shit, Mann. Holy shitirino. So, zack. Nächste. 1500 hier nochmal am Stissel-Wandissel. Und dann kriegen wir jetzt einfach 6000 Strandgut-Sammlerpunkte. 6000. Und damit werde ich mir meinen lang ersehnten, schönen, wunderschönen, der von Stefan Jovetic hops genommenen Van Dijk holen. Van Dijky Mikey. Van Dijky Mikey. Ich habe jetzt 7000 Punkte. Bin hier unten, krieg auch nochmal 800 Skillboost-Karten hier. Das heißt, ich habe heute, ich glaube, 4000 Skillboost-Karten oder 5000 Skillboost-Karten. Nochmal 1,5 Millionen Münzen, die schmecken natürlich auch. Und ein NDAJ! 103 NDAJ! 103 NDAJ! 200 Plus-Spieler in einem Video hier, mashallah! Ist es nicht der 103 WTF? Warte mal, kriegt man da immer NDAJ? War das jetzt? Ne, das war, Leute, das war der beste Schatz! Ich hab nen Schatz gefunden! NDAJ! Haha! Junge! NDAJ 103, bringt der was? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Wahrscheinlich freue ich mich hier. 5 Millionen! 5 Millionen! Hoho! Jawolski, Alter! Sofortkaufpreis? Ah, 3 Millionen. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Es kam hier gerade was dazwischen. Deswegen, Leute, ich bin gerade wirklich, als hätte ich hier, das habe ich abgeholt. Ach, wir hatten den 103, jetzt weiß ich, wo wir, Leute. Für euch war es quasi 2 Sekunden, für mich war es eine halbe Stunde. NDAJ hatten wir gezogen, ne? Und den wollten wir jetzt auf den Transfermarkt direkt draufstellen. Ja, Leute, ich erinnere mich doch, ganz easy. Alzheimer kickt hier noch nicht rein. Wie sonst eigentlich immer. Wir stellen für 3 Millionen glatt rein, dann kann sich jemand freuen. NDAJ, Abfahrt, let's go. Und wir wollten unser Team umbauen. Und das machen wir natürlich heute. Das machen wir. Aber erstmal benötigen wir Van Dijky Mikey Schmikey. Weil den kriegen wir jetzt. Und dann habe ich immer noch 4000 Punkte. Mashallah. Und diese 4000 Punkte, die werde ich morgen rausknallen. Und da ist er. Van Dijk, Junge. 118 Tempo, 138 Abwehr, 129 Physis. Ein richtig stabiler hinten Innenverteidiger. Richtig stabiler Innenverteidiger für die Abwehrkette. So, und ich werde mit den restlichen 4000 Punkten mir dann diese ganzen wunderschönen 94 Plus Spieler abholen und eventuell einen Handanovic ziehen, einen Vestergaard ziehen, einen Zaniolo ziehen, einen De Thomas ziehen. Ich werde morgen alles rausknallen. Also morgen die 20 Uhr Folge wird auch nochmal saftig. Die wird auch nochmal richtig saftig. Aber wir werden unser Team umstellen. Und ich habe 8 Skillboost Karten, Alter. 8 Skillboost Karten. Ich kann gefühlt mein ganzes Team umstellen und mit Skillboost-Karten verbessern. Machen wir aber heute nicht, weil Skillboost-Karten zählt für mich als Team-Upgrade und ich möchte Team-Upgrade ja nicht vorher machen, wenn ich halt meine 300 Millionen, 400 Millionen Münzen habe. 500 Millionen Münzen war eigentlich angedacht. Ob ich 500 Millionen Münzen noch irgendwie zusammenkratzen kann, irgendwie in den nächsten Wochen, müssen wir mal schauen. Aber ich werde Dreierkette spielen und RIP Philipp Lahm. RIP Philipp Lahm, weil Philipp Lahm wird jetzt nicht mehr hinten drin stehen. Sondern es wird Van Dijk mit hinten reinkommen. Van Dijk, Bender, wer ist schneller? Bender oder Vidic? Weil den langsamsten, okay, Bender muss in die Mitte. Den langsamsten will ich da nämlich haben. Dann Schweinsteiger, okay, 3-5-2 macht ja gar keinen Sinn. Sehe ich gerade. 3-5-2 macht ja mal so wenig Sinn wie
Weiß ich nicht was. Dann müssen wir halt wohl. Was ist 3-5-1-1? Ist das mit Mittelstürmer? Das ist mit Mittelstürmer. Macht auch keinen Sinn. Das ist jetzt ein schwieriger Fall. Dann müssen wir 3-4-1-2 spielen. Da habe ich zwei ZMs. Da ist der, dann kommt der dahin. Dann habe ich im rechten Mittelfeld einen Arjen Robben, weil den wollte ich ja unbedingt spielen. Arjen Robbenchen. Im linken Mittelfeld habe ich dann derzeit noch keinen. Da muss ich mir jetzt noch jemanden besorgen. Beziehungsweise ich könnte Ronaldinho übergangsweise da hinstellen. Und vorne drin im Stürmchen könnte ich auch erstmal einen Lewandowski machen. Werde ich auch wohl erst machen. Ich habe 164? Wieso habe ich jetzt 164? Kann mir das jemand beantworten, warum ich jetzt schön richtig habe? 164. Ich hatte doch gerade. Warte mal. Habe ich nicht mit 433 169? Wie kann ich denn so ein Downgrade bekommen, bitteschön? Hallo? Hallo, 433 offensiv. Muss ich nochmal kurz nachschnökern hier. Schnökermögern. So, jetzt hier höchster Gesamtbewertung. 170 habe ich sogar mit Van Dijk. Ja, wie geht das denn? Wie geht das denn? Weil ich einen Robben, das ist ein Downgrade denn? Mit den Rangpunkten? Leute, bin ich gerade lost oder? Ich bin gerade richtig lost, ne? So, wenn ich meine Formation umstelle auf 3, 4... Was war das? 3, 4, 1, 2, so. Habe ich 165. Dann tausche ich Vidic. Zack, habe ich 166. So, dann kommt Arjen Robben rein. Arjen Robben hat gar keine Skillboost-Karte. Das ist das erste Problem. Arjen Robben hat Dribbling. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Dribbling hier hochpushen. Ich mache das nur mit der Skillboost-Karte von Arjen Robben. Die anderen Skillboost-Karten verbessere ich nicht. Nur die Arjen Robben-Skillboost-Karte. Na, guckt euch mal an, ich habe da 8000 Skillboost-Karten. Ja, moin. Das kann jetzt erstmal eine Weile dauern. Wieso kann man denn die nicht direkt zum maximalen Level, was man machen kann? Also das ist schon wieder von EA, von Dave und von Frank nicht richtig durchdacht aus meiner Sicht. Aber gut, ne? Ist halt so, ne? Das ist klar. Und es lädt und lädt und lädt. Und ich bin gerade, Leute, ich bin immer noch irgendwie ein bisschen perplex gerade. Perplex. Perplex, perplex, perplex. Aber ich würde schon gerne trotzdem ein 170er Team heute haben. Auch mit Arjen Robben. Weil ich habe ja mit 433 auch 170. Und Lewandowski ist jetzt da vorne drin kein Downgrade, so gesagt. Oder so gesehen. Also kein großes Downgrade. So, auf welches Level werde ich kommen? Wahrscheinlich so 16, 17, ne? Könnte ich mir vorstellen. 6800 immer noch. Level 12. Ich springe von Level zu Level zu Level. Ich springe von Level zu Level zu Level. Ja, auch wenn ich jetzt ein paar Münzen jetzt natürlich raushaue, ist klar. Die muss ich aber raushauen. Ein Arjen Robben ohne Skillboost-Karte ist halt Quatsch. Quatsch mit Soße. So, sein letztes Level, Level 17. Level 17. Und das heißt, ich bin jetzt auf 166. Das ist erstmal gut. Dann kann ich Arjen Robben noch trainieren mit einem Arne Meyer. Und mit einem Kunja. Ne, mit einem Kunja nicht, aber mit Dave. Guck mal, dann kann ich Arjen Robben auf 106 machen. Ich mache das nur mit Arjen Robben. Zack, dann kann ich hier die Ränge wahrscheinlich, Rang 11, kann ich Philipp Lahm nehmen. Habe ich nochmal einen Rang mehr? Easy. Rang 11, Arjen Robben, 107 Arjen Robben. Leute, die Karte sieht so heftig aus, ne? Die Karte sieht so heftig aus. So, dann kommt jetzt hier im Sturm ein Lewandowski mit drin. Dann Zinedine Zidane da. Und dann brauche ich halt im linken Mittelfeld noch jemanden. Und da könnte halt erstmal Ronaldinho stehen. So, habe ich 167. Aber wieso habe ich jetzt 167? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das Ganze noch nicht so wirklich. Ach, wegen den Rangpunkten von Lewandowski, ne? Macht Sinn. Aber ich möchte ja Lewandowski eigentlich als Totti-Karte da jetzt nicht wirklich spielen. Deswegen behalte ich das Team erstmal so, wie es jetzt ist. Weil wenn ich jetzt noch die Ränge hätte, dann habe ich ja 170 dann wahrscheinlich.
Weil ich bräuchte 11 Ringe, ja, 11 Ringe. Und dann habe ich 170. Also ich könnte jetzt 1 Million investieren, um den Rang zu transferieren von Messi. Oder ich nehme nicht Messi, ich nehme Hernandez beispielsweise, zack. Und dann, aber ich zahle halt 4,5 Millionen, macht keinen Sinn, weil Lewandowski werde ich nicht in meinem Team drinstehen lassen. Ich möchte da jemand anderes vorne drin haben und keinen Lewandowski. Das heißt, ich werde das Team erstmal so lassen. Was macht mehr Sinn? Ist egal, wie ich es herumdeichsle. Das bleibt so. Und ich habe immer noch hier 9 Skillboost-Karten. Guckt euch das an, Alter. Zweikampf von Van Dijk. Uff. Also wenn das große Team-Upgrade-Video kommt, Leute, dann ist aber hier Ende Gelände, yo. Dann ist richtig Ende Gelände. Das Team werde ich jetzt erstmal so behalten. Lewandowski kommt raus. Ronaldinho kommt noch raus. Beckham, Zidane, Schweinsteiger, die sind eigentlich safe. Einen Innenverteidiger könnte ich noch austauschen. Neuer könnte ich noch austauschen oder würde ich gerne noch austauschen. Aber ich lasse das Team erstmal so jetzt, wie es ist. Also jetzt erstmal ein kleines Downgrade, um später, früher oder später, so richtig auf den Tisch zu hauen. So richtig auf den Tisch zu hauen, Leute. So richtig. Ich bedanke mich. Das soll es gewesen sein. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.